Bibel ist das wahre Wort Gottes. Da kann kein anderes Buch mithalten. Erfüllte Prophezeiung der Bibel. Erfüllte Prophezeiung der Bibel. Da wird dir Stück für Stück alles gezeigt. Ne? Das mit 1948, dass Gott sein Volk wieder ins gelobte Land holt, das ist das Allerheftigste vom Heftigsten. Von allen Welten her, ne, haben sie sich wieder versammelt in Israel, in das gelobte Land. Erfüllt, so hier. Ja gut, das gucke ich ja später. Nee, weil ich war ein Achso, bisschen im hier, Stream drin. der Bruder Olli hat das gesagt hier. Leben wir in der Endzeit heißt das Buch. Von Roger Levy ist das, ne, Olli? Da, wo er auf die ganzen erfüllten Prophezeiungen eingeht, das muss ich mir auch, glaube ich, kaufen. Dann hast du das direkt zu Hause. Kannst du das immer nachschlagen. 3248 erfüllte Prophetien. Und da sind noch Tausende, die kommen. Oder genau, Roger Libby erfüllte Prophezeiungen. Ja, genau, da könnt ihr das auch gucken. Als Videoform, aber auch als Buchform ist immer gut. Ne? So kann man sein Roger. Bücherregal kann man dann erweitern. Roger Libby. Genau, da hier steht's. Der Mustang hat das hier geschrieben. Mustang Markus war es. Libby. Also Roger Libby. Genau da hat er geschrieben, ja. Genau, Roger Libby erfüllte Prophezeiung. Auf YouTube ist das, ne? Ja. Genau, hier. Das gucke ich mir dann mal kurz an. Nee, weil er eben gerade haben wir auch ein bisschen nicht debattiert, so, sagen wir mal, uns mal ausgesprochen. Auch im moslemischen Stream, da hat er gesagt, wie kann ein Gott, was hat er gesagt? Achso, ja, Windeln tragen und geboren werden und alles drum und dran. Ne? Und da habe ich ja auch gesagt, irgendwie, ja, kann nicht Gott alles? Erzähl mir doch mal bitte, wie kann ein Gott Windeln tragen? Ja, allein die Frage ist ja schon behämmert. Ne? Damit wollen sie ja so zeigen, dein Gott hat Windeln getragen. Aber verstehen Sie nicht, dass Gott sich selbst entäußert hat und Mensch wurde, wie ein menschliches Wesen auf diese Welt kam? Natürlich musste der von seiner Mutter großgezogen werden, der Herr Jesus. So klar. Ja, und ich habe zu dem gesagt, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, habe gesagt, hört mal zu, das Problem ist von euch, ihr geht immer auf den Alten Testament. Ja, Mose, das links und rechts. Ihr habt ein Problem mit dem Neuen Testament. Das ist, glaube ich, das Problem, was ihr habt, weil ihr denkt, dort ist alles verfälscht. Ja, so. Und im Galater 1,8 steht ja drin, ja, weiß ja jeder, was da drin steht, sagte, ja, das war ja Paulus. Nee, Aber halt wenn nicht. dich jemand fragt, warum hat denn Gott Windel getragen, kannst du sagen, warum hat denn Gott zum Beispiel Schienbeinschoner angezogen? Kannst du uns das mal vielleicht erklären? Von Nike und Adidas. Ja, ist so. Wenn du dich fragst, dann sagst du, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch immer gefragt, wie Gott zum Beispiel Schienbeinschoner anzieht. Kannst du uns das Schienbeinschoner. vielleicht mal erklären? Wie sieht denn die Schienbeinschoner von Allah aus? Trägt er auch diese Adidas Predator, diese Fußballschuhe, weil der hat ja nur einen Fuß, weißt du? Vielleicht hat er auch diese Fußballschuhe an. Oh Mann, ja, ich muss sagen, soll ich jetzt hier hoch oder nicht, weil ich das gesagt habe, das kommt, wenn sie dann zum kaputt machen. Also ich kann nicht mehr. Ne? Ja, das ist das, ne? Also vielleicht tapet er auch seinen Fuß, ne? Vielleicht wie so ein Kickboxer, weiß man ja nicht. Oh Mann, ja. Genau, Ich muss. wenn jemand mit so einer dämlichen Frage um die Ecke kommt, kannst du genau auf dieses Niveau herabsinken und dann sagen, ja, okay, mein Gott wurde ja Mensch. Kann sein, dass er Windeln getragen hat. Wie gehst du denn damit um, dass Allah ein Schienbein hat und eventuell das Schienbein schon angezogen hat? Ja, aber dann habe ich ihn ja, ich habe ihn auf Amir, ich habe ihn auch dann das bei Johannes 1, Vers 1 vorgelesen bis 13, dann hat er erstmal gestoppt. Ja, er sagte, ja, so viel Zeit haben wir hier nicht, ja. Da habe ich gesagt, ja, aber die Zeit müssen wir uns auch mal nehmen, ja. Weil ihr glaubt an den Koran, ist alles schön und gut, gar kein Problem. Aber wir glauben an die Bibel. Und So sieht's aus. euer Problem ist, ihr habt das was mit dem Neuen Testament. Ja, das ist das, wo die das Problem haben. So sieht's aus. Die haben ein Riesenproblem damit, dass Gott Mensch wurde, ne? Und einen verherrlichten Körper angenommen hat. Ja, und die verstehen nicht, dass wir im neuen Bund sind. Das heißt, der neue Bund wurde ja schon im Alten Testament prophezeit, dass wir einen neuen Bund bekommen. So sieht's aus. Ich glaube, Ja. das ist bei Jeremia 13,13, ne? Genau, Jeremia 13, 13. Ja, das kann man sich sehr gut merken. Der neue Bund, den Gott mit den Völkern schließt. Ja, nee, das war nur für Israel. Ich dachte, nein, das stimmt nicht. Ja, da kommen die auf einmal ins Stocken, ne?
Ja, das ist davon, weil wegen Kamelurin, also das verkalkt dann die Gehirnzellen, ne, wenn man zu viel Kamelurin getrunken hat. Ja, das Too much Kamelurin, brother. Oh, Bro. Oh, Bro, Bro. Ja, das ist das Problem. Ja, dann ist ja klar, dass man in solchen Debatten reinkommt, wenn man von zwei verschiedenen Büchern, ne? Von zwei verschiedenen Büchern, dann einer, du redest von diesem Buch, ich rede vom anderen Buch, also falls wir nicht zum gemeinsamen Nenner kommen. Ja, nur welches jetzt bin ich jetzt die Wahrheit? So, ist es die Wahrheit? Zum Beispiel, der hat ja auch gesagt, Jesus hat viele Wunder gemacht. Ja, das hat doch Mose auch, da hat auch ein Meer gespalten, mit Gottes Willen. Ja, auf einmal sagte, wer war das? War Jesus immer bei Gott? Sag Ja, ich, aber Jesus war von Anfang an dabei. was für einen Sinn ergibt das, dass Gott mit jemandem seine schöpferischen Fähigkeiten denn teilt? Das ist ja Quatsch. Der Hauch von Allah ist also auch der Hauch von Jesus. Jesus hat also denselben Hauch, um Leben einzuführen. Das ist ja Wahnsinn. Da hat der Allah ja einen Partner neben sich, nämlich Jesus. Das ist ja Ja, Blasphemie. das ist ja das Problem, was ich auch gesagt habe. Ne? Sagt er, wie? Also, wenn er ja Gott ist, hat er sich selber geboren. Sag ich, wie bitte? Wie hat er sich selber geboren? Sagt er, ja, Ja, war die kommen dann Jesus mit Gott? solchen dämlichen Fragen um die Ecke. Ne? Also das ist dann, dieses Niveau sinkt dann richtig in Kamelurin, deswegen. Aber wie schon gesagt, das war wieder wirklich eine aber richtig harte. Das ist richtig, war da hatte Dude da, genau. Hat natürlich gerade du da das. Das richtige war da hatte Dude da, genauso ein Stefan Raabs-Zeugs. War da hatte Dude da, Ich ey. konnte nicht mehr, ja. Oh Mann. Ja, die sind nur damit bedacht, ihren Dauer-Palmen-PENS zu bekommen. Das ist das. Ich zeig dir das mal. Guck mal hier, die Hintern dieser Hoodies. Pass mal auf. Da habe ich noch gefragt, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich gesagt, was ist denn der Kein Unterschied Problem. überhaupt? Habe ich gesagt, was ist zwischen Sunniten und Schiiten der Unterschied? Was ist denn der Unterschied? Ich sagte, ja, der eine machen sogar Ali zum Gott, ja, wir gehen nur nach dem Prophet Mohammed. Stimmt das? Ich habe keine Ahnung, Nein. wie ich das. Keiner, das ist einfach ein Blödsinn, was sie da brauchen. Keiner der Schiiten macht Ali zu Gott. Sie machen nicht irgendjemanden zu Gott, nein. Sie verehren einfach nur die Familie von Mohammed, ne? Die gehören zu Ahlul Bayt, ne? Die Leute, Ja, die Familie des ja. Propheten. Und sie sehen in Ali den rechtmäßigen Kalifen nach Mohammed, ne? Und die Überlieferungen in den sunnitischen Büchern lassen allen Grund zur Annahme, dass die Schiiten wirklich auf dem richtigen Weg sind, was ihre Schriften betrifft, ne? Also man sieht das auch durch die sunnitischen Schriften, dass da irgendwas nicht stimmt und Ali doch rechtmäßig der Kalif sein müsste, ne? Also gibt es einige Ungereimtheiten in den sunnitischen Quellen, ne? Und die Schiiten können ja auch Arabisch lesen und schreiben und alles. Deswegen sind sie auch mächtig genug, dann auch in die sunnitischen Quellen einzutauchen und denen das aus ihren eigenen Schriften zu zeigen. Also, ja. Okay. Wer Ja, und sind für dann ist dich ja dann die wahren Muslime? dieser Riesenkonflikt dann ausgebrochen, ne? Und als die Muslime dann anfingen, dann sich gegenseitig zu bekriegen und zu bekämpfen, ne? Die große Kamelschlacht ist natürlich ein bezeichnendes Ereignis dafür, ne? Als Aisha gegen Ali gekämpft hat. Ne? Zwei Parteien treffen aufeinander und schlachten sich dahin. Ne? Das ist unglaublich. Ja, aber für was gehen die Muslime denn Dschihad machen? Was meinst du? Für Hintern, die 1,6 Kilometer breit sind. Ne? Ja, lass mich euch zitieren. Es ist überliefert im Hadith von Imam Ahmad und Ash-Shaz al-Darir von Sher bin Husab von Abu Huraira, dass der Gesandte Allah sprach: Dem Mann werden 72 Frauen von den Hurel Ain, Paradiesjungfrauen, zuteil. Und der Hintern jeder von diesen Frauen ist 1,6 Kilometer breit. Al-Bidaya wal-Nihaya, Band 20, Seite 338 bis 339. Und Musnad Ahmad, Hadith 10, 5, 4, 9. Alter. Ja, das ist echt so. Guck mal hier, die himmlische Hudi-Hip-Hop-Party. Pass mal auf. Ali berichtete, dass der Gesandte Allahs sprach: Wahrlich, im Paradies gibt es einen Treffpunkt für sämtliche Hudel Ain. An diesem Ort
stimmen sie ein Lied an. Die Geschöpfe Allahs kennen keinen vergleichbaren Klang wie den Klang der Stimmen der Hurul Ain. Dann sprach er, Muhammad, sie singen, wir sind die Ewigen, wir sollen nicht sterben. Wir sind die, die in Freude und Bequemlichkeit leben. Wir haben keine Bedürfnisse, wir sind die Geschmeichelten. Wir werden nicht wütend. Gesegnet ist der, dem wir gehören, und wir sind gesegnet durch ihn. So singen die. Oh Mann, ey. Und da habe ich Jami einen gesehen. Warte bitte. Jami At-Tirmidhi, Band 4, Buch 12, Hadith 2, 5, 6, 4. Genau. Es wird dann eine himmlische Hip-Hop-Huri-Party. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie krank das ist, ne? Da habe ich einen gesehen, sorry, auch im TikTok, einer der Fahrplauschen, die mir Iman oder so, der hat gesagt, zum Beispiel was Frauen betrifft, ja, da habe ich auch, das habe ich auch krass meiner Frau gezeigt, guck mal, was hier los ist, ja. Da hat er gesagt, so, wenn jetzt zum Beispiel nach dem islamischen Gesetz, das heißt, wenn die Frau zum Beispiel eine Geschlechtskrankheit hat oder krank ist, ja, dann ist sie, dann darf man die nicht zwingen. Aber stell dir jetzt mal vor, sagt er, die Frau sitzt da, guckt nur Fernsehen. Und der Mann sagt, ab ins Ehebett, und die verweigert dies, dann ist die verflucht. Genau, die Engel verfluchen sie dann bis zum Morgengrauen, ne? Weil sie den Mann ohne SEX ins Bett gehen lässt. Also der muss dann mit Straußeneier ins Bett. Ich kann nicht mehr. Was war das? Ich dachte, jeden Moment, deine Kehle kommt raus, ey. Einfach mit Straußeneier ins Bett gehen. Ich hab das. Alter. Und dann siehst du auf einmal die ganzen Engel sagen, du Miese, du, wie kannst du deinen Mann so ins Bett gehen lassen? Tattoo auf dich, ey. Da hab ich auch gesagt, was ist, wenn die überhaupt keine Lust, keinen Bock hat? Was ist denn da los? Aber das Heftigste ist, da gibt es diesen einen Hadith, der besagt, dass wenn sie sogar hoch auf einem Höcker sitzt und der Mann sie ruft, dann muss sie sofort erscheinen, damit der Mann sich da entladen kann. Das ist heftig. Wenn sie am Kochen ist oder hoch auf einem Hocker da irgendwas am Machen ist, sofort, die muss antanzen. Runterspringen am besten. Komm her. Hola. Hallo, ja. Ja, ja. Mach mal ein bisschen. Ich kann nicht. Alter. Aber das ist, ey, aber Amir, das ist schon krass, Mann. Was soll ich dir dazu sagen? Wer diese Religion überhaupt noch ernst nimmt im 21. Jahrhundert, im Jahre 2023, eigentlich müssten wir viele, viele blaue Wagen mit Polsterung innen schon mal anfertigen, damit wir die alle abholen, wer an das glaubt. Unglaublich. Ja, unbelievable. Nein, es ist unglaublich. Wenn der Flex noch hier wäre. Der Flex kennst du ja, gell? Den Flex, der da auch ja. TikTok. Ey, der Flex. Der Flex. Eine Lache. Einfach ganze Kehle kommt raus. Was für eine Kehle, sind die Mandelfletzen gleich hier raus aus dem Mund. Richtige Mandelfletscherei. Oh, okay, Amir, weißt du was? Ich reiß jetzt mit diesem Gelache, ey. Ich kann nicht, ich muss eigentlich mal schlafen gehen. Ich finde hier Gottes Segen. Ja. Yeah. Diese Hardness, ey, guck mal hier, das ist Savizet. Servus. Savizet ist ja auch hier drin, ey. Wer? Diese Hamduris. Der hat einen geilen Namen für die. Hamduris. Hamduris? Hamduris, guck doch mal. Wo denn? Was Hamduris? Hier, oh. Savizet. Savizet schreibt, diese Hamduris. Ach so, okay, die Hand, ja, okay.
Ich möchte euch etwas nochmal vorlesen. Warte mal, das ist heftig. Ja. Lass mich dich Haben wir Herr Hobbs, das kommt die rezitieren. Kehle oder mal rausgeschossen, hör auf damit jetzt. Das muss aus der Kehle kommen. Let me read for you something. Okay? Märchenstunde hat wieder angefangen. Warte bitte. Ja, Mann. Der ganze Schleim hat sich gelöst. Ja, Mann, das war echt eine Hilfe eben. Ich war so ein bisschen erkältet. Und wusstet ihr, dass Mohammed vor Adam erschaffen wurde? Bevor ich zum nächsten Thema gehe, warte mal ganz kurz. Im Buch von Tafsir ibn Kathir, Band 3, auf der Seite 470, lesen wir, dass Mohammed sagte: Ich war der erste Prophet, der erschaffen wurde und der letzte von ihnen, der gesandt wurde. Das ist ja Hammer. Sehr, sehr schön machst du das. Warte mal, ich wollte aber etwas anderes zeigen. Und was die Stellung der Frau angeht. Mal, schon wieder der übelste Hass auf die Juden. Ne? Sahih al-Bukhari, Band 4, Buch 55, Hadith 547, überliefert von Abu Huraira. Der Gesandte sprach: Wenn es keine Juden gäbe, würde Fleisch nie verderben. Und hätte es Eva nicht gegeben, würden Ehefrauen ihre Gatten nicht betrügen. Oh Mann. Warte, ich will dir aber noch was Heftiges, was anderes zeigen hat. Beziehungsweise den anderen auch. Ah, hier ist das. Sahih al-Bukhari, Buch 54, Hadith 460, was wir gerade eben besprochen haben. Überliefert von Abu Huraira. Allahs Prophet sprach: Wenn der Ehemann seine Ehefrau für SEX zu sich ins Bett ruft und sie sich weigert und ihn in Wut schlafen ließ, werden die Engel Allahs sie bis zum Anbruch des Morgens verfluchen. Siehst du? Ach, in Wut, das heißt halt so, mit dem, Was da sagst kommen du? wir wieder zum Strauß. Also wenn er so mit Strauß da, wie die Ja, Strauß genau, mit dem schlafen. Strauß, naja, Also kommen wir wieder auf auf den Punkt. auf den Guck mal hier. Du kannst dieses Verständnis von der Pflicht der Frauen über viele islamische Bücher verteilt finden. Darunter im Buch von Al-Qurtubi, Le-Jami Al-Ahkam, Beirut 1993, Al-Quran, Sure 30, Vers 21, Band 13 auf der Seite 17. Sagt Al-Qurtubi folgendes: Der Prophet sprach: Bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, wenn ein Mann seine Ehefrau um SEX bittet und sie sich weigert, mit ihm SEX zu haben, wird der, der im Himmel ist, hiermit ist Allah gemeint, ihr gegenüber so lange verbittert sein, bis ihr Ehemann mit ihr zufrieden ist. Guck mal, in was für eine Lage sie gebracht wird, die Muslima. Al-Qurtubi fügte dem hinzu: Mit anderen Worten, wenn die Ehefrau sich nicht auf den Wunsch des Mannes hin zu ihm ins Bett gesellt hat, werden Allahs Engel sie bis zum nächsten Morgen verfluchen. Pass mal auf. Guck mal hier. Guck mal hier, was der Imam Al-Muttaqi Al-Hindi sagt. Aus dem Buch Die Wertschätzung von Arbeitern in Gesetzgebung, Worten und Werken von Imam Al-Muttaqi Al-Hindi, Abschnitt 5 in Die Rechte der Ehefrau und des Ehemanns, Kapitel 1, Die Rechte des Mannes über die Frau. Pass mal auf, über was für Themen die sprechen, dass der Mann die Rechte über die Frau hat, in was für einem Maße auch. Guck mal hier, der Prophet Mohammed sprach, Hadith 44.801, der Ehemann hat das Recht über seine Ehefrau, wenn Schleim, Blut, Eiter und Schmutz aus seiner Nase kommen und die Frau dies mit ihrer Zunge ableckt, reicht es nicht aus, dem Mann hier sein bloßes Recht über sie zu geben. Solange es mir nicht gestattet ist, einen Menschen zu befehlen, vor einem anderen Menschen zu knien, will ich ihr, der Ehefrau, befehlen, bei den Tugenden Gottes vor ihrem Ehemann zu knien, wann immer er in ihrem Zuhause auf sie zugeht. Ach, okay. Oh.
Was willst du dazu noch sagen? Ja. Pass mal auf, wie heißt es weiter? Hadith 44.821. Wenn ein Mann eine Jungfrau anstelle von Nichtjungfrauen heiratet, so soll er 7 Tage am Stück mit ihr verbringen. Und wenn er eine Nichtjungfrau heiratet, so soll er 3 Tage am Stück mit ihr verbringen. Hadith 44.824. Für die freie Frau 2 Tage, die der Mann mit ihr verbringen soll, und für die Sklavin einen Tag. Guck mal, was für Regel. Pass mal auf. Wenn eine Frau einen Mann gefällt, er sexuell erregt ist, dann soll er gehen und es mit seiner Ehefrau machen, denn beide Frauen haben die gleiche Ausstattung. Kommentar von Imam An-Nawawi in Bezug auf den Hadith Nummer 0684 aus Sahih Muslim, Buch 003. Unsere Gefährten sagten, dass wenn die Eichelspitze des PNIS den ANUS einer Frau oder den ANUS eines Mannes penetriert hat, oder die Vulva oder den ANUS eines Tieres, es dann vonnöten ist, den PNIS zu waschen. Ganz gleich, ob das, was er penetriert wurde, lebendig oder tot, jung oder alt war. Was? Ey, Leute, 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 Leute. Wo steht das drin? Wo steht das drin? Das ist ein Kommentar von Imam An-Nawawi. Das ist auch ein Riesenberg von einem Gelehrten im sunnitischen Islam. Ne? Und hier schreibt einer, wusstest du, dass der Neffe von Mohammed Christ geworden ist vor dem Tod? Ja, genau, das stimmt. Hier, Anonym kann das auch gerne mal in einem Video verfassen. Anonym 43. Bring das mal bitte raus. Das ist aus Sahih Muslim. Buch der Menstruation, Hadith 525, das habe ich noch in meinem Kopf. Und der Kommentar ist vom Imam An-Nawawi. Und ich zitiere, pass mal auf. Hier, ich zitiere. Aus dem Kapitel, die Abrogation von Wasser ist für Wasser und die Pflicht zur Waschung, wenn sich die zwei beschnittenen Teile treffen. Überliefert von Abu Huraira, der Apostel Allahs, sprach: Wenn sich ein Mann zwischen den weiblichen vier Shubbi al-Arba befindet und Druck ausübt, so ist die Waschung Pflicht. Wenn sich ein Mann zwischen den weiblichen vieren befindet. Seit wann hat denn eine Wie vieren? Ja, das ist das ja. Jetzt pass mal auf, wie die den Hadith erklären. Das ist ja das Kranke. Man fragt sich so, wie eine weibliche mit vier, was vieren? Shubbiya al-Arba befindet und Druck ausübt, so ist die Waschung Pflicht. Im Hadith von Matar heißt es, auch wenn es nicht zum Kommen kommt, Suhail hat es mit einer kleinen Abänderung der Wörter erzählt. Sahih Muslim 348a. Hadith Kommentar von Imam An-Nawawi, was ich euch gerade eben gesagt habe, zur Seite 33 im Buch der Menstruation. Der Prophet sprach: Wenn sich ein Mann zwischen den weiblichen vier Shubbiya al-Arba befindet und Druck ausübt, so ist die Waschung Pflicht. Der Begriff, jetzt erklärt er das, guck mal, der Begriff Shubbiya al-Arba wird in mehreren Überlieferungen verwendet. Die Gelehrten sind sich über die genaue Bedeutung von Shubbi al-Arba uneinig. Einige von ihnen sagen, dass damit die Arme und Beine der Frau gemeint sind. Andere sagen, der Begriff trifft auf die Beine und Hüften der Frau zu. Und wieder andere sagen, dass dieser Begriff als Beschreibung für die Beine der Frau und die Randstücke ihrer Vulva verwendet wird. Al-Qadi'iyat zufolge werden die vier Bereiche gemeint, die sich um die Vulva herum befinden. Pass mal auf, jetzt geht's weiter. Das Wort Shub bedeutet Bereiche. Seine singuläre Form ist Shubba. Ashbahia ist der Plural des Wortes Shub. Das Wort Jahadaha bedeutet, ein Mann harte körperliche Anstrengungen tätigt. Beschreibt aber auch, dass ein Mann in der Frau herumbohrt oder in sie einbringt. Das sagt Al-Khattabi. Andere sagen, das Wort bedeutet ein Mann, der eine Frau bis zur eigenen Erschöpfung gepunktet hat.
konform mit dem arabischen Sprichwort, sie hat ihn zum Schwitzen und Wehen gebracht, bis er erschöpft war. Al-Qadi Iyad, möge Allah ihm gnädig sein, sagte hauptsächlich das Wort Jahada aus, dass der Mann sich bei der Penetration körperlich anstrengt, während das arabische Wort Juhd übersetzt Energie bedeutet und sich auf den körperlichen Akt, den der Mann ausübt, bezieht. Wir verbinden dieses Wort auch mit dem, der sie bearbeitete, also einem Mann, der eine Frau durch seine Bewegung rückwärts, vorwärts, vaginal punktpunktet hat. Welche andere Erschöpfung konnten könnte ein Mann denn sonst durch eine Frau erfahren? Allah weiß es am besten. Der Hadith bestätigt, dass es verpflichtend ist, sich zu waschen, wenn die Penisspitze die Vulva gepunktet. Selbst wenn kein Ejakulat, wird es notwendig, dass der Mann und die Frau nach der Penetration die Waschung vornehmen. Darüber gibt es in der heutigen Zeit keine Meinungsverschiedenheiten. Auch diesbezüglich unter einigen Gefährten des Propheten und denen, die nach ihnen kamen, Ungereimtheiten bestanden. Dennoch stimmen sie alle zu dem, all dem zu, was sie zuvor gezeigt und präsentiert haben. Jetzt pass auf. Unsere Gefährten sagen, dass wenn die PNIS-Spitze des PNIS den ANUS einer Frau oder den ANUS eines Mannes gepunktet hat, oder die Vulva oder den ANUS eines Tieres, dann vonnöten ist, den PNIS zu waschen. Ganz gleich, ob das, was penetriert wurde, lebendig oder tot, jung oder alt war. Ach, Leute, ey, guck mal, ey, wir reden, aber guck mal, ganz ehrlich, wir reden hier normalerweise von einer Schrift, die heilig sein sollte. Was ist das? Was ist das? Warte, warte, das wird noch schlimmer. Warte, das wird noch schlimmer. Die Muslima darf sich den Ab. Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Sie darf sich von einem Esel den Penis abtrennen und sich den vaginal, ihr wisst schon was, ne? Das nennt sich Dhikran Maqtu'an. Guck mal hier. Wenn sie das Wie, getan sag's hat, nochmal, wie nennt sich das? Dhikran Maqtu'an nennt sich das. Das wissen die Leute, die Ahnung haben. Mekteran, okay. Ja, Dhikran Maqtu'an, du musst das richtig aussprechen. Ich habe keine Ahnung. Ja, nee, da musst du die anderen fragen, die Videos dann dazu erstellen, ne? TikTok sportlich. Dies gilt auch, wenn die Frau sich das männliche PNS einführt, während der Mann schläft. Egal, ob der PNS erregiert oder ist oder nicht. Und auch spielt es keine Rolle, ob der PNS beschnitten oder unbeschnitten ist. Es ist unter allen Umständen erforderlich, dass sowohl die Person, die eingedrungen ist, als auch die Person, die in die eingedrungen wurde, die Waschung vollzieht. Über was für Themen die sprechen, ne? Unglaublich. Ja, das sind Themen, womit die sich beschäftigen. Guck dir das mal bitte an. Der Typ ist auch Experte in Bonga Bonga mit Tieren. Die eingedrungene Person, die Waschung vollzieht, es sei denn, eingedrungene Person ist ein. Guck mal hier, es sei denn, die eindringende Person ist ein junger Knabe und die Person, in die eingedrungen wird, ist ein junges Mädchen. In einem solchen Fall kann nicht gesagt werden, dass die Person sich waschen muss, denn sie hat das Alter der Reife noch nicht erreicht. Stattdessen wird gesagt, dass diese Person sich in einem Zustand der Unreinheit befindet. Wenn diese Person weiß, was sexuelle Handlungen sind, dann dürfen ihre Erzieher ihr befehlen, sich zu waschen. Genauso wie sie der Person befehlen würden dürfen, die Gebetswaschung zu tätigen. Denn wer ohne eine Waschung betet, dessen Gebet ist nicht angemessen ausgeführt worden. Wenn die Person sich bis nach dem Erreichen der Pubertät noch nicht gewaschen hat, so muss sie sich spätestens dann waschen. Weiter, weiter, weiter. Ich möchte euch das mal gerne zeigen. Pass mal auf. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das mit der Muslime und dem abgeschnittenen PNIS eines Esels. Warte.
Das ist so abgefahren, Leute. Nee, das ist kein Spaß mehr an mir. Das ist kein Spaß mehr. Ich Das mache ist schon keinen Spaß. etwas, das ist kein, das ist. Nein, nein, Spaß ist schon. Alles, was ich sage, wird auch belegt. Also es kommt nichts von mir. Pass mal auf. Der eine schreibt hier, ist Dr. Sommerteam. Ja, genau. Hier ist der Kommentar von Imam An-Nawawi. Guck mal hier, das ist der Kommentar von Imam An-Nawawi. Sahih Muslim, Buch der Menstruation, Hadith 525. Merkt euch das, ihr Lieben. Sahih Muslim, Buch der Menstruation, Hadith 525. Und dazu musst ihr den Kommentar von Imam An-Nawawi durchlesen, der uns Folgendes sagt. Guck mal, hier ist der ganze arabische Text. Seht ihr das? Ja? Und dann gucken wir weiter und dann heißt es, Kommentar von Imam An-Nawawi zum Hadith. Er beschreibt das auch mit dieser Shubbiya al-Arba und Geschlechtsverkehr mit ihr hat, ermüdet sie. Und, ich möchte zur gesagten Stelle kommen, pass auf. Hier. Achtung, Leute, ich möchte, dass ihr das. Ja, aber nicht, wenn ich das so zeige und ihr das dann liest, dass das gesperrt wird. Ich weiß nicht. Sollen wir es einfach riskieren? Oder soll ich das einfach vorlesen? Nur vorlesen, bevor wirklich kein Risiko eingehen. Du weißt so, wie die hier sind. Ja, okay. Ich lese das vor. Ganz unten, wenn der Text aufhört, steht dann, wenn eine Frau den PENIS eines Tieres in ihre Vulva einführt, TikTok sportlich, muss sie sich waschen, auch wenn sie einen abgetrennten PENIS, siehst du, was ich hier gesagt habe? Zakaran Maktuan, siehst du? So wie ich das gesagt habe, steht es auch hier. Zakaran Maktuan, wörtlich ein abgetrenntes männliches einführt, gibt es zwei Meinungen. Das Richtige ist, sie muss sich waschen. So ein Dreck. Dreckhaufen. Dreckhaufen. Wo gehst du? Das Gehst du wieder ist. kaputt lachen oder wo gehst du kaputt? Nein, ich muss kotzen. Ich muss kotzen sagen. Abgeschnittene Tierpenisse. Das ist so. Der geht kurz kotzen. Das kannst du keinem erzählen, was für Ausmaße. Ne? Was für Ausmaße. Ich geh kurz kotzen, warte, ich komm gleich. Der Anonym, du musst ein Video dazu machen, Anonym, du hast wieder viel Arbeit vor dir. Hier, damit die Leute mir nicht sagen, dass ich Quatsch erzählen würde, pass auf. Seht ihr das? Ja. Siehst du? Dhakaran Maktuan, das ist das. Sahih Muslim, Buch der Menstruation, Hadith 525, Kommentar von Imam An-Nawawi. Das war's. Habt ihr das gesehen, was das für eine Religion ist? 99% der Muslime wissen das gar nicht. Der eine Hab schreibt schon hier. ein Video darüber, okay. Jetzt ist klar, warum sich viele Muslime sich nicht von dem Islam abwenden. Sie wollen genau das. Ja, ich weiß nicht, deswegen sagen wir immer, ein Mensch, der sich im 21. Jahrhundert für den Islam entscheidet, der ist wirklich ja, hardcore getäuscht worden, ne? Hardcore getäuscht worden. Ja. Heftig, mein Stream ist immer noch nicht markiert worden, ne? Das ist sehr gut. So, je mehr ihr jetzt drauf tippt, desto weiter kommen wir in höhere Ränge. Das ist gut so. Ich werde morgen posten. Ja, poste mal, echt.
Was will er posten? Ja, das Video dazu. Ne? Damit die Leute nicht sagen, dass es das ein Quatsch wäre. Ist das heftig? Heftig, das ist nicht nur heftig, das ist schon, wenn man sich damit nicht befassen tut, ja, wenn man, dann weiß man ja gar nichts. Aber wenn man das liest, dann denkt man, oh, Ehrenleitung hoch 1000, da kommt Galata 1,8 immer mehr zum Vorschein. Und dann hast du auf der anderen Seite den Reinen, den Heiligen, den Herrn Jesus Christus, dem nicht mal jemand eine Sünde nachweisen kann, dass man ihn verwirft und sich für irgendwas anderes entscheidet und gar noch für den Islam. Das ist für mich unvorstellbar, ne? Nee, das, was ich nicht verstehe, ist, Amir, ist, dass es der beste Mensch sein gewesen sollte. Ne? Da habe ich einen gefragt, hier, hör mal zu, wer hat denn als einziger keine Sünde? Sagt einer, ja, das kann nur einer und das ist Gott. Ja, hatte Jesus eine Sünde gehabt? Nein, jetzt haben wir ein Problem. So sieht's aus. Denn nur Gott ist ohne Sünde, kein Mensch. Also der Jesus Christus, ne? Muss somit Gott sein. Denn nur Gott ist ohne Sünde. Bitte guck dir das mal bitte an. Die Überschrift, Leute, ich wollte sie nicht Punkt punkten, ich schwör's, aber Allah verlangte es von mir. Allah möchte, dass du sündigst. Pass mal auf. Was der Mohammed immer wieder so gesagt hat, Geo, mach mal. Ich zitiere. Als Mohammeds Ehefrauen ihn in Flagranti dabei erwischten, wie er mit einer ihrer Sklavinnen in einem ihrer vielen Ehebette schlief, entbrannte ein heftiger Streit zwischen ihm und seinen 12 Gemahlinnen. Der hatte 12 Frauen da, der Mohammed. So war er gezwungen, einen Eid zu leisten und ihnen zu versprechen, das nie wieder zu tun. Also nie wieder Sex mit einer seiner Sklavinnen zu haben. Aber dieser Mann konnte einfach nicht die Finger von diesen schönen Sklavinnen lassen. Also fabrizierte er einen Vers und behauptete, dass dieser Vers von Allah käme. Er sagte, dass sein Gott ihn mit diesem Vers folgende fragen würde: O Prophet, warum verbietest du dir, was Allah für dich gewollt hat? Anders ausgedrückt, damit es auch alle verstehen, warum verbietest du dir den SEX mit Frauen, die ich dir erlaubt habe? In diesem Fall waren das attraktive Sklavinnen. Pass mal auf. Das ist jetzt der Tafsir zur Sure 66, Vers 1. Leute, Sure 66, Vers 1. O Prophet, warum verbietest du dir, was Allah für dich gewollt hat? Dies bezieht sich auf seine Magd Maria, die Koptin, mit der er im Haus von Hafsa, während diese zu jenem Zeitpunkt abwesend war, das Bett teilte. Und als Hafsa zurückkehrte, fand sie die beiden vor und war erbost darüber, dass die beiden den Akt in ihrem eigenen Haus und in ihrem eigenen Ehebett vollzogen. So legte er Mohammed einen Eid ab, sie ist mir verboten. So kam von Allah, verbietest du es dir, um deinen Ehefrauen zu gefallen? Allah ist vergebend und gnädig. Allah verzeiht ihm also dieses falsche Verbot, das er Mohammed sich selbst aufgezwungen hatte. Heftig! No. Der kam also in Bedrohung. Du weißt ja, dass Auge um Auge, Zahn um Zahn und das Gesetz auch heißt, wenn du beim Ehebruch erwischt wirst, dass du gesteinigt wirst. Eigentlich müsste der Mohammed gesteinigt werden in dem Moment. Aber dann kam ja natürlich sein Allah ihm entgegen, hat gesagt: Mohammed, was verbietest du dir? Das, was ich dir eigentlich geboten habe, geh, mach mal. Was hast du Angst vor deinen Frauen? Geh, mach mal jetzt, los, geh und nimm die alle da auseinander. Siehst du, was das für eine Religion ist? Oh Mann, ey. Amir, ich wünsche dir Ja, einen Gottessegen, mein ich dir Freund. auch, lieber. Es Gott ist segne 1 dir Uhr und deine 10. Familie. Ja, danke dir auch. Ja, und mach weiter so. Ich hoffe, Mach's wir gut, sehen mein uns Freund. wieder. Okay, Ja. mach weiter. Ich gehe jetzt mal, Ciao. ich bin am Arsch. Ciao, Ciao, ciao. 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 Ich habe Hunger bekommen. Was mit euch? Ich hab irgendwie Hunger bekommen auf hier Dings, Sucuk.
Ja, auch, ja, genau, siehst du. Verhungern auf Sucuk. Danke, Ex-Muslima. Und mir kannst du mir den Heiligen Geist erklären. Was soll ich denn da erklären, mein Lieber? Der Heilige Geist ist Gott selber. Der Heilige Geist empfängst du, um den Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Im Geiste betest du den Herrn Jesus Christus an. Ich will schlafen. Der arme Hansi. Der arme Hansi, der arme Hansi, der arme Hansi. Leute, ich glaube, wir beenden langsam den Stream, oder? Machen wir für heute Schluss, ja? Wir haben schon über 1 Uhr morgens. Apostelgeschichte 16,31. Apostelgeschichte 16,31. Ab Vers 30, und er führte sie heraus und sprach ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Amen. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich auf der Stelle taufen und ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Wundervoll. Ich hoffe auch, dass viele, viele unserer Familienmitglieder noch zum Herrn finden, meine Lieben. Dass wir immer wieder für sie beten und den Herrn bitten, dass er da Gnade hat mit ihnen. Ja. Gute Nacht, Head Street Family. Ja, möge der Jesus Christus uns weiterhin Kraft schenken, Kraft geben, diesen Irrsinn, was hier zurzeit abgeht, wirklich auszuhalten und den Glauben niemals zu verlieren. Amen. Leute, ich beende den Stream jetzt, ihr wundervollen Head Streets, ihr Headsies. Danke, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei wart. Und das Ganze geteilt habt, geliked habt. Vielen, vielen Dank. Danke für die ganzen Geschenke, ihr Wundervollen. Möge der Jesus Christus euch segnen, wüten und beschützen. Sein Angesicht über euch leuchten lassen und euch das geben, was ihr braucht. All eure Probleme, die ihr in eurem Leben habt, dass der Herr sie löst, ne, ihr Lieben. Haltet stets am Herrn Jesus Christus fest und ja, habt Gemeinschaft mit ihm, ne. Der Jesus Christus liebt euch und möchte immer mit euch Gemeinschaft haben. Und so sollt ihr auch sein. Immer Gemeinschaft suchen mit dem Herrn. Was? Bismillahirrahmanirrahim? Nein.
Wer ist mir Jesua? Rahmane Rahim. Wer ist mir Jesua? Rahmane Rahim. Okay, dann beende ich den Stream jetzt und sage, so Gott will, sehen wir uns dann morgen, ja. Dankeschön, Cousinus. Gute Nacht. Gott segne dich, Bruder. Gott segne uns alle, ihr lieben Geschwister. Ich liebe euch von Herzen. Möge der Jesus Christus seine Liebe in unserem Herzen ausgießen, dass wir wahrhaftig immer in der Liebe bleiben und ja, das Böse mit Gutem überwinden. Amen. Illuminati Aufklärung auf meinem Account. Okay, ihr Lieben. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein wenig den Abend versüßen. Für Dr. Scherer, mir gibt es immer irgendwas zu lachen. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Vergisst nicht, verliert niemals euer Lächeln. Macht's gut.